Kerl, das Dorfkirche von der Union des Temples für Luxemburg. Wir sind für ca. 125 Jahre gegründet, in der Tisch, den 30. März 1890, das war Palmsonntag. Und den ersten Club war wir auch sowieso schon, weil wir am Anfang als Maire de la Philatélie Luxembourgeoise zählen. Der Gründungspräsident, das war der Georges Schock, der selber auch Postier war, der wusste, was es ging mit den Tambren. Ich habe vom ersten Schuljahr an, dass ich mit 6 Jahren nicht angefangen, Tambren zu sammeln. Das nicht nur, dass es vielleicht finanziell vielleicht rentabel ist, das ist ein Hobby wie ein anderer. Ich meine, den einen hat Freude im Autosport, den anderen hat Freude um Fußball und so, sondern ich habe eben Freude um den Tambren. Weil doch von Galassi und Tambren ein kleines Kunstwerk. OAI, also am März 1990 gegründet gehen, und das war dem unser wichtiger Punkt für eben alle gute Leute, die freischaffend Konzepteure sind, und ihnen durchzukriegen. Das sind also Architekten, sind Ingenieure, Ingenieurkonseil in einzelnen Fachbereichen, wir haben auch Architekten Interieur, wir haben Urbanisten, Paysagisten. Architektur, Ingenieurie, Urbanisme, das sind ja Sachen, normalerweise alle gehen mir, stehen wir jetzt ab, aber wir erleben das heute noch. Trotzdem ist das Verständnis nicht immer, wie wir Mengen genug transversal. Ihr seht, muss ich so, wenn ich baue, das ist nicht nur ein individueller Akt, wir bauen nicht mehr für uns alle gut. Und dafür meine ich, ganz wichtig an den Aktivitäten von den 25 Jahren OAI, dass wir dabei uns ein Bewusstsein schärfen für den wichtigen Akt, den ein Mensch aus seinem Leben mischt, wenn ein gebaut, das ist ökonomisch der wichtigste Akt, dass wir daraus wirklich Bewusstsein kriegen, wir bauen für uns alle gut. Wir meinen den Tambren so ein Moyen für durabel und wirklich die grossen Festivitäten, die wir haben, zu uns erinnern. Omega 90, Lützebäuer Vereinigung für die Promotion von Soins Palliativs und für den Akkompagnement von Leuten, die an Trauer sind, als 1990 gegründet gehen. Wir feiern nächstes Jahr 2015, als 25 Jahre. Und das für uns in Ullas, für mal zurückzugucken, was das am Anfang geschieht in den 25 Jahren, was sind die Feen auch für die nächsten Jahre, die kommen. Ihr wisst, dass 2003 das Gesetz gestimmt ging, das heißt zu Lützeburg für zwei Palliativ, wo eigentlich alle Patienten ein Recht hat, für bestmögliche Betreuung zu kriegen, um Leben zu ändern, im Sinne von zwei Palliativ, 1000 Omega zu haben. Das ist 2010 abgegangen, das am Anfang für Patienten gedurcht, die eine unheilbare Krankheit haben, wo auch die Kurativmedizin sieht, dass alles gemacht wird, dass sie nicht mehr am Sinn von einer Heilung kann schaffen. Aber dann eben auch, dass Palliativmedizin das Symptome so gut wie möglich zu behandeln, für dass die Person, die kranke Person, so gut wie möglich die letzte Zeit kann leben. I mean, I've been working with stamps since the mid-70s. I've been, as far as today, I've been doing a lot of more, around 800 stamps, three or four portrait stamps with the Queen of Denmark and also the Queen of Sweden. Now, you're doing some stamps with the Grand Duke over here, yeah? Yes, I mean, we've been discussing this for quite a long time, and now finally we are starting with this project, and it's an honor for me to do this. My trade is really designing and hand engraving, and the hand engraved stamps is original stamp. It's the technique that has been used for stamps since the mid 19th century, and today it's more and more offset stamps. But still, when it comes to portrait and high-end quality, it's hand-engraved stamps that counts. And so I'm very happy that this portrait of the Grand Duke will be hand-engraved. I'm starting with taking photographs, and with the stamp with the Grand Duke, we have a photographer from Luxembourg, and I make a drawing, and then I translate it by hand to engraving in a steel plate. Engraving itself is made by hand with a burin, cut in 6 lines per millimeter. The steel plate is then transferred to a printing cylinder from where the stamps are printed. So it's a very analog technique.
Centre de Dokumentation et de Recherche Ivot den Zweiten Weltkrieg direkt ganz positiv reagiert, wie immer kontaktiert gesehen für der Post zu helfen. Für die Idee von engem Timbre. Wir waren als du noch eins, dass wir ganz sensibel waren, ob der Froh, wie repräsentieren wir. Und wir sind davon ausgegangen, in einem Grundsatz, wir repräsentieren keine Insel, namentlich bekannt oder erwähnten Personen, wir sind echt da für Familien, also Dafferfamilien am Allgemeinen, wie zum Beispiel die Resistenzler, wie zum Beispiel die Refraktären, die Rolle der Force. Als jüdische Mattbürger ist auch jeder Teil gedürcht, also auch gedürcht gehen vor allem um den Courage Civil. Weil es ja ein ganz Party Leute gehen, oft wollten sie anonym bleiben bis heute, sich auch nicht als Helden gesehen haben, mit die ganz einfach als Solidarität hier gehandelt haben, an zum Beispiel Junge verstoppt haben. Auch noch Medischer, vergiss mal eins, für über die Grenze zu kommen, für einen zu tauchen, ein paar Bayern zu kriegen und so weiter und so fort. All dem wollten wir auch an dem Projekt do rechnen wollen. Für mich war sowohl die Malerei, Zeichnen wie die Fotografie eine Art und Weise, für zu kommunizieren, für Sachen auszudrücken. Es gibt ja überhaupt die Fotografie, lass uns das Foto am Gehirn schon fertig ist, ihren auf den Auslöser direkt. Wenn das Bild dann rauskommt, das gibt der Situation praktisch ein zweites Leben. Dem Moment, wo ein Bild guckt, respektive wo ein Bild weist, einem anderen, wo ihn über das Bild schwätzt. Und das Teilen mit der Person, man betrüchte, dass das hat mich am meisten immer reizt, für weiterzukommen. Ich meine sowohl Analogbilder, sowohl Polaroiden. Ich benutze viel Lachbildkameras, die ich selber gebaut habe. Selbstverständlich auch digital. Aber für mich als bleibt Fotografie auch etwas, was ich muss können aufpacken. Das ist das Bild, das am Computer ist, als Engsage. Mit ein Bild, das ich an der Hand tue. Das ist natürlich eine ganz andere Sache. Heute kann ich die Timbre ja gezielt aussichern, kann ich die Timbre gezielt auf einen Brief, einen schönen Brief oder einen Postcard pechen und kann ich in einem da checken. Und wenn die Timbre schön sind, und ich meine, in Lützburg habe ich ganz viele schöne Timbre, dann hat den Envoi oder der Brief oder die Karte ganz andere symbolische Wert, wie wenn ich einfach nur einen Wertmarkt drauf gepasst kriege, wo der Wert drauf steht von irgendeinem Timbre. Eine Präsidenz ist immer ein grosses Defi für ein Land, aber auch eine formidable Opportunität, für können Europapolitik mal zu gestalten und Prioritäten können zu setzen. Während den 6 Monaten von unserer Präsidenz wird Lützburg die Europäische Ministerkonseil planen und präsidieren, wird aber auch der Konseil aus den Relationen mit den europäischen Institutionen repräsentieren und sorgen, dass den Flott Zusammenarbeit mit den anderen 27 EU-Mitgliedstaaten wird gehen. Es gibt viele Moyen, einem Land eine Visibilität zu geben. Ein Timbre ist ein ganz besonderes Moyen. So wie 2005 werden auch Timbre von der Post 2015 Ambassadeurin von der Lützburger EU-Präsidentin sein. Eine starke Message an die Welt herausdrehen. Ein Message, dass Lützburg ein Teil von Europa ist und Europa auch heute zu Lützburg stattfindet. Wir freuen uns darauf. Und wir wünschen unserem Timbre, Luschon, ganz viel Success an die Philatelisten viel Freude mit der Edition 2015. Yes, and the Grand Duke. Yes. And so there will be two portraits that are close together, like a union. I don't know so much about it yet, but it would be a double portraits that are very much linked together. Das ist ja am Norden schon eine Routine, dass der Naturparcours und auch die von der Oversauer schon lange zusammen schaffen. Wir freuen uns auch, dass der Müllertal eine super schöne Gegend dabei kommt.
dann auch noch draußen dann irgendwas Kritik fanden, für es auch können besser zu vermerken. Das Flotzt bei einem Naturpark ist natürlich, dass sich die Leute zusammen mit den Gemengen zusammensetzen, um zu gucken, wie hier die Zukunft soll ausgesehen. Das ist der nächste Schritt. Wir haben alles gemeinsam, das ist eine ganz schöne Natur, die ihn erhalten soll. Eine Biodiversität, die normalerweise rar ist, die nicht überall zurückzufallen ist. Normalerweise damit verbunden auch ein touristisch interessantes Gebiet, was in anderen Tourismus vielleicht unzieht wie den in der Stadt, den nicht auf Konferenz aus ist. Wir sehen erst den Tourist an, den ich erholen will, den Ruhe will fangen, den noch Sport will machen, weil der Möglichkeiten haben wir auch ganz viel. Und dafür muss man es auch ähnlich entwickeln wie andere Regionen. Man könnte nicht auf den unbegrenzten Wurzeln und mit Kindern so zu wissen, dass die Population noch zusammenhält, dass man ein Leben haben, zusammen mit der Natur, was Frieden ist, was Lebensqualität auch stärkt. Die Reouverture von der Ile Wildheim, das ist für uns eine ganz großartige Sache, weil wir damit da nicht nur immens viel Ausstellungsraum beikriegen, für unsere Sammlungen besser können zu präsentieren. Wir wollen auch eine viel bessere Zirkulation von den Visiteuren am ganzen Museum können wir da erreichen. Die Wildheim wird mit dem Hauptgebäude verbunden mit einer neuen Passerelle auf zwei Niveaus. Das ist ein Projekt, also, in dem das Museum schon seit Jahren schafft, zusammen mit dem Fonds der Renovation de la Vieille Ville. Und wir von unserer Seite haben eben die ganze museografische Arbeit gemacht, die neue Ausstellungen entwickeln, die Objekte auswählen, die Restauration von den Objekten. Haben wir mit der Post zusammen mit dem Bio für die Musik, es gibt also eine lange Tradition. Und heute haben wir eine flotte Gelegenheit, für eine weitere Kollaboration an dieser Form zu machen. Sowohl die Gebäude im Englisch eignen sich durchaus für den Tambor verewigt zu gehen, wie natürlich auch Objekte, die Zünder, die in den letzten Serien, die rausgekommen sind, neu an die Sammlung gekommen sind. In allen Bereichen, Archäologie, Beaux-Arts, Art Appliqué, ich meine, da fanden wir an unseren Sammlungen genug für attraktive Tambor zu machen. Ich war eben gefragt, für die Tambor-Serie zu machen, über die Aal-Gemäßzuchten an Seed. Die setzen sich auch für den Erhalt von allen Pflanzen und Gemäßzuchten, auch Blumen an sie, konservieren die begehrte Sohn von denen. Und vor allem von sie, die eine Selektion gemacht hatten, die auch froh kam von Pflanzen, und aus der habe ich dann rausgesucht, weil vielleicht die Blumen sollte kommen blühen, und nicht einfach das Reisgesicht, das ich fand, und das einfach eine schöne Blei hatten. Die Idee war, das kommt so ein bisschen direkt, weil ich mich an so alle Planchen von Erbisplanchen erinnert habe. Das kommt am Anfang direkt, wenn ich von allen Gemäßzuchten spreche. Und da hatte ich dann so ganz graffen Aquarellpapier-Gesicht, der noch so eine handgeschöpfte Bauch hat, den eben nicht Rieders, für das am Anfang ein bisschen, dass das ein bisschen spannend geht, ja. Quand j'étais petit, je venais toujours en vacances à Luxembourg. Et pour moi, Luxembourg était synonyme d'évasion et de changement de paysage. En tant qu'artiste, maintenant, je suis heureux et fier de pouvoir présenter le pays que j'aime à travers différentes collections, en passant du nord par le sud, la petite Suisse, les châteaux. Et c'est en fin d'année 2015 que je vous présenterai une série de timbres pour fêter Noël avec la Poste.